Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil Zero. Das muss man so sagen, das ist wichtig, sonst deinstalliert sich das Spiel automatisch. Herzlich willkommen zurück. Er macht hier schon einen auf. Wo bleibt er denn? Wir haben eine leichte Stresssituation. Denn wie ihr seht, wenn ich jetzt wechsle zu Rebecca. Wir sind hier den Aufzug hoch. So weit, so gut. Den Raum hier haben wir geklärt. Das Problem liegt eher in dem, was draußen, ne, beziehungsweise außerhalb, ich weiß nicht wohin mit diesem Satz. Wir sind schon hier draußen gewesen und haben die Raben auch schon alle abgeknallt. Hier ist noch ein grünes Kraut. Habe ich das nicht eingesammelt letztes Mal? Ich werde es jetzt einfach mitnehmen, denn ich befürchte, dass uns Schlimmes bevorsteht. Wenn wir nämlich hier hinten... Ach, guck mal da. Ich wollte nämlich gerade sagen, hier ist auch noch ein rotes Kraut. Dann nehmen wir das nämlich auch mit. Dann können wir mixen. Rotes Kraut mitnehmen. Warum kann ich es dann da nicht direkt mixen? Gut. Dann legen wir das ab. Jetzt hin und her. Furchtbar. Das rote Kraut. Aber das ist gut. Dann haben wir zumindest einmal Heilung parat. Munition, ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob da wirklich was Böses kommt. Es ist aber... Es fühlt sich danach an. Ihr werdet das jetzt sehen. Wenn ihr in der letzten Folge dabei wart, dann wisst ihr, was ich meine. Entschuldigung, es wird hier und da noch kleine Huster geben. Aber im Großen und Ganzen, das ist der Raum. Der ist sehr groß. Hier wird irgendwas Schlimmes kommen. Gott, guck doch nur, wie groß das hier ist. Was ist das überhaupt? Ist das ein Schwimmbecken? Oh, um Himmels Willen. Was machen wir als erstes? Oh, warte mal, kommen wir hier vielleicht zurück in die Villa? Bitte, bitte. Alles, was ich jetzt nicht brauche, ist ein böser Gegner. Böser, großer Gegner. Oder ein Salatmenschen. Ein Salatzombie. Das brauche ich auch nicht. Alles klar. Wunderbar. Das kommt auch auf die Liste von Dingen, die ich auf gar keinen Fall brauche. Was ist hier hinten? Die Tür wurde aufgeschlossen. Wohin kommen wir? Bitte sag mir, dass wir irgendwie zu Billy aufschließen können. Oh, living the dream. Billy, komm her. Okay, wir sind zumindest nicht mehr allein unterwegs. Billy hat aber auch, glaube ich, er hat Speicherbänder, mit denen kann er um sich werfen. Und eventuell kann man mit dem Erste-Hilfe-Spray dem Zombie so schön ins Auge. Das wird auch nichts bringen. Machen wir uns nichts vor. Aber trotzdem ist es besser, zu zweit unterwegs zu sein. Sieh denn? Ach, auf der anderen Seite, ne? Hm? Moment. Ah, auf der Seite bin ich. Ja, gut, okay, Sekunde mal. Bin ja. Da hinten, da sehe ich doch ihr Köpfchen. So. Rebecca, da bist du ja. Meine Güte, ich hab dich so vermisst. Ich schub's dich die Treppe runter. Gut. Come on. Yeah. Genau. Da können wir nämlich jetzt wieder zusammen unterwegs sein. Das ist sehr, sehr gut. Ich überlege halt. Macht es Sinn, Billy Munition zu geben? Zumal wir. Wir haben jetzt aber auch nicht so viel Munition. Wir haben echt nicht so viel Munition, ne? Das gefällt mir überhaupt nicht. Dann, schauen wir uns jetzt mal da oben die Hebelanlage an. Da ist ja auch noch irgendein Kladderadatsch, den wir machen müssen. Oder sollen wir erstmal... Ach komm, wir gucken einfach kurz. Das Gerät hat die Kette aufgewickelt. Toll. Oh, hier kann ich kurbeln. Ja, komm, gib ihm. Rebecca kann das nicht bewegen. Ah, okay, das muss Billy machen. Da geht nichts und der ist kaputt. Okay. Naja. Bevor ich jetzt so einen Prozess starte, können wir hier runter? Können wir? Oh Gott, was ist denn das hier? Was ist das? Hier ist eine riesige Maschine, aber sie haben keine Ahnung. Ja, und von der Maschine auch nicht. Achso, wozu?
Da liegt was. Ah, deswegen, ja, damit müssen wir die Kette hoch und dann können wir das hier einsammeln. Und hilft doch bestimmt nichts. Nichts und niemand wird etwas dagegen haben. Nein. Ach Gott, Leute. Das wird alles ganz fürchterlich. Ich muss mal kurz das Licht korrigieren. Wenn ich sterbe, dann möchte ich nicht überbelichtet sein. So, komm ran, Billy. Deine muskelprotzigen Arme sind gefragt. Warum ist das denn so spannend? Furchtbar. Was ist das überhaupt? Oh, ist das der Flap? Okay, warte. Billy, halt die Kette fest. Ich hoffe, wir haben noch nicht getriggert, was auch immer dann passiert. Wenn überhaupt was passiert. Billy, ich muss noch mal kurz hier hin. Ich muss einmal in deinen Taschen fummeln. Du kriegst jetzt nämlich den Bums hier. So. Weiß gar nicht, ob ich dafür bei ihm stehen muss. Das macht zwar logistisch Sinn, aber ich weiß nicht, ob das vom Spiel... Doch, bestimmt, oder? Ist ja auch egal. Egal, wir sammeln den Schlüssel ein. Und das ist doch bestimmt der Schlüssel mit dem Flammensymbol, oder? Wir gucken uns den jetzt noch mal an. Nein. Nee, was ist das? Oh, nö. Oh, nö. Och, nee. Bin ich tot? Ja, aber Moment mal. Billy. Oh, ich dachte, jetzt kommt Technomuffe. Billy hat keine Munition. Das ist ein Problem. Tch. Haha, das, das ist alles enorm scheiße. Versuche mir die Augen zu stechen. An der Seite sind sie sehr kitzlig. Spuck ihn an. Oder pinkel ihn an. Pinkel dich an. Pinkel den ganzen Raum voll. Ich kann nichts machen, Rebecca. Es tut mir so leid. Haben wir hier irgendwo Munition? Ich bin gleich bei dir, Rebecca, ne? Kein Stress. Guck mal, wie geht's, Rebecca? Ach, kann ich gar nicht einsehen, okay. Boah. Noch langem hin und her. Ja, darunter kommen wir auch nicht mehr. Oh, das ist doch scheiße, Mann. Warum ist das ein Riesentausendfüßler? Na ja, gut, jetzt ist sie tot. Na? Na gut, das braucht immer noch. Ah, guck mal, hier haben wir das auch mal. Das ist gut fürs Thumbnail, Rebecca. Das ist sehr gut fürs Thumbnail. Ich kann hier halt nichts machen. Was ist los? Kann ich tauschen? Warte mal. Können wir... Nee, wir können ja nicht... Können sie ja nicht mal anwählen. Wir können die eine Flintenmunition hier, können wir werfen. Nee, das bringt doch nichts. Das ist doch hier alles Unfug. Resident Evil Zero. Ein Klamauk. Aber dann wissen wir ja A, was jetzt passiert. B, wissen wir, dass wir da das Shortcut bekommen. Und C, wissen wir, dass wir alle Waffen Billy geben. Das ist das Allerwichtigste. Das machen wir jetzt. Und dann, ja, keine Ahnung. Was ist denn, wenn wir nicht genug Munition haben, um das Vieh zu töten? Also ich meine, wenn das Vieh Rebecca nicht loslässt, dann müssen wir erstmal andere Teile von der Mansion untersuchen, oder? Aber die werden sich da schon was bei gedacht haben, das wird schon irgendwie alles funktionieren. Wir haben ja auch noch, ja warte mal. So, Sekunde. Das legen wir ab. Das müssen wir ja auch noch machen. Einmal Grünzeug. Und einmal das rote Kraut. Wir können ja auch erst noch in einen anderen Raum, wobei ich das ungern machen würde, denn ich habe dann das Gefühl,
Insekt war. Dass wir da dann auch nur noch weiter Munition verbrauchen. Das ist ja auch nicht zielführend, wenn wir früher ein Füßlager da kaputt machen müssen. Ist eigentlich ein 1000 Füß leer? Oder ein 1000 Füß her? Also mit oder ohne L? Auf jeden Fall. So, das war doch hier unten, ne? Einmal hier runter und dann hinten rechts durch die Tür. Dieses Getippel über die Treppenstufen. Genau, so, dann haben wir das aufgesperrt. Wunderbar. Da können wir uns einmal mit Billy treffen. Ich bin ja schon fast wieder versucht, dass wir speichern. Einfach damit, wenn wir uns jetzt gegen diesen Tausendfüßer... Das klingt richtiger mit L. Tausendfüßler. Wenn wir uns gegen das Rieseninsekt, ja, dieser Schlangenkäfer, wenn wir uns gegen den stellen, dann wäre es natürlich nice, wenn wir gespeichert hätten. Spart uns Zeit. So, und jetzt gucken wir aber erstmal. Das Gewehr kommt einmal rüber. Die Munition kommt einmal rüber. Ich würde auch die Pistole austauschen. Einfach weil da 15 Schuss drin sind in der Waffe. Er hat noch ein Heilspray. Wir können 10 Mal speichern. Aber warte mal. Wir müssen natürlich, ganz wichtig, ausrüsten. Ich speichere jetzt, glaube ich. Also ob wir so viele... Ach, hier liegt die... Ich wollte schon sagen, was ist das? Als ob wir da jetzt so viele Speicherbänder am Ende brauchen. Komm, wir machen das Daten aufzeichnen. Ein Speicherband mehr oder weniger. Ich werde das wahrscheinlich noch sehr bereuen. Aber gut. Muss ja auch möglich sein, dieses Spiel nur mit 9 Speicherbändern zu bestehen. Dann wollen wir uns dem Kollegen mal entgegenstürzen. Jetzt können wir das ja wenigstens immer wieder ohne große Unterbrechung machen. Juhu, juhai. Ist, wie Rebecca einfach gar keine Waffe ausgerüstet hat. Aber es wäre auch egal. Es ist ja... Hier ist ja keine Munition da. So, Billy. Dann kurbel du mal. Ich finde es weird, dass er zu sich kurbelt. Ich hätte erwartet, dass er von sich wegkurbelt. Das wirkt irgendwie natürlicher. Aber... So, dann einmal wechseln. Genau. Dann kann Rebecca den Bums einsammeln. Dann kommt das widerliche Vieh. Warum haben die hier einen riesen Tausendfüßler? Ich habe so viele Fragen. So. Das skippen wir. Ah, Billy! Und jetzt kann Billy loslegen. Alles klar. Ha! Ah, oh Gott. Hilfe. Was macht? Was? Läuft der jetzt weg? Nein, der läuft nicht weg. Der... Ich habe mich getroffen. Ist gar nicht so einfach. Ah, okay, der. Das ist ja abstrus. Ja, okay, dann wieder ausweichen. Das ist irgendwie alles sehr wild. Ein bisschen näher. Was macht er denn da? Nicht schießen? Ah ja, okay. Haben wir ihn schon verletzt? Ich meine, er ist zumindest schon mal losgelaufen. Ich will ihm halt nicht hinten auf den Panzer schießen. Ich habe halt das Gefühl, dass ich hier schon... Also solange das da grün spratzt, ist alles gut, würde ich sagen. Ah, diese Hinterbeine da, diese...
Dieser Arschgreifer, warum hat der das? Ist er tot? Offensichtlich nicht. Wie viele Schuss haben wir noch? 5 Schuss, da muss die Flinte her. Ich hoffe, das reicht. Ja. Okay, wir müssen wechseln. 2 Schüsse, Leute. Wir müssen sitzen. Es gibt ja auch noch die Schrotflinte hier irgendwo. Ist er tot? Nee, verdammt, der hat sie nur kurz... Oh, ich hätte fast geschossen. Oh, der wäre nämlich daneben gegangen. Wenn der letzte Schuss ihn jetzt nicht umbringt, haben wir ein Problem. Toll! Supi! Stark! Damit können wir dann hier auch wieder beenden. Spaß, Spaß, Spaß. Resident Evil. Das ist doch kacke. Warum ist Rebecca da nicht weggekrabbelt? Da war doch kurz, da gab es doch ein Zeitfenster, wo sie hätte abhauen können. Aber gut. Dann würde ich sagen, da das ja offensichtlich nicht die Lösung war, geht's erstmal weiter durch die Villa. Wie gesagt, es gibt die Schrotflinte. Vielleicht ist die... Vielleicht müssen wir die unbedingt einsammeln. Ich weiß ja nicht, ob die mehr Schaden macht als die Flinte. Meine Schrotflinte ist schon... ein fieses Gerät. Aber ja, müssen wir mal gucken. Ich würde aber jetzt sagen, wir schauen jetzt erstmal in den Raum, wo das Insekt ist. Das frisst halt auch leider super viel Munition. Ach, egal. Egal. Was liegt da? Warte. Hey, lass mal... Was? Sekunde. Resident Evil Zero. Also, zum einen, warum ist Billy gerade an einem Angriff gestorben? Ist dieser Krabbel, ich halte dich fest und nagel an dir Romangriff, ist das ein One-Shot von denen? Und zweitens, liegt da ein Granatwerfer auf der Couch? Weil das wäre mega nice gegen den Tausendfüßler. Das müssen wir uns nochmal angucken. Das sieht mir hier nach einer potenziellen Lösung aus. Nein, will ich gegen die Ecke laufen? Sollen wir dann direkt mit der Flinte rein? Ich weiß ja nicht. Ja. Weißt du, was wir mal machen? Rebecca hat 7 Munition, wieso? Oh Gott, weil sie die nicht ausgerüstet hat und selber zu blöd ist, die auszurüsten. Lädt sie wenigstens selber nach? Na, wenigstens das. Okay, los, rein da. Ich find's auch geil, dass Billy immer noch diese Handschellen ums Handgelenk hat. Ich kann doch mal was zum Aufbiegen finden können. So. Nein! Nein, du darfst mich nicht treffen. Nein, das ist illegal. Daneben. Okay, alles klar. Hier wird ordentlich... Hier reicht's. So, sind sie tot? Will ich aber auch meinen. Junge, was? Also Moment, wir fangen erstmal hier an. Okay, sie brauchen 2 und Heilung brauchen wir. Sekunde. Das machen wir mal. Erstmal heilen. Dann haben wir 2, aber warte. Wir machen das cleverer. Nehmen wir die Munition. Dann laden wir einmal durch. Ah, okay. Ist noch Munition übrig. Dann lass uns das hier mal Rebecca geben. Nee, so. Okay. Alles. Genau. Dann kann Billy sich den Granatwerfer schnappen. Der erfreulicherweise einfach hier rumliegt. Der hat 6 Schuss. Das gefällt mir. So, was ist hier mit dem Gemälde?
Können wir nichts machen? Was? Nein, ich will... Ein Wassermotiv. Okay, was ist denn das hier? Dieses Objekt können sie jetzt nicht tragen. Ach, das ist auch so eine kleine Statue. Wir haben ja schon diese Drachenflügelnummer. Rebecca, nimm du das mal mit. Das wird ja noch irgendwie relevant werden. So, jetzt ist die Frage. Doch, oder? Mit dem Granatwerfer, wenn er jetzt nicht stirbt. Der ist 100 pro extra dafür da. Ich würde sagen, wenn man alle 6 Granatwerferschüsse, wenn man die trifft, dann ist der hinüber. Und deswegen liegt er da auch rum. So würde ich mein Spiel zumindest konzipieren. Aber schauen wir mal, ob das stimmt. Ich überlege, ob ich Rebecca vorher nochmal heilen lasse. Aber es wirkt nicht so, als würde der an ihr Schaden machen, der Tausendfüßler. Wobei der ja schon an ihr rumknabbert, aber na egal. No risk, no fun. Und wir gehen voll risk. Weil wir viel Fun wollen. Rebecca hätte sogar theoretisch auch noch Munition. Vielleicht konnte sie sich deswegen auch nicht befreien, weil sie nicht... Also vielleicht kann sie ja mit einer Waffe... Wahrscheinlich nicht, ne? Das Wunschdenken. Was ist denn im Weg? Ah, ja, warte mal. Aber das können wir auch von hier testen. Die eine Munition. Okay, können wir nicht austauschen. Wir müssen nebeneinander stehen. Gut, gut, gut. Schön festhalten, Billy, ne? Wir haben hier alle unseren Job. So, so. So, wunderbar. Ja, die Pistolenmunition brauchen wir eigentlich nicht. Nö, ich würde sagen, wir gehen da jetzt einfach direkt rein. Sollen wir direkt den Granatwerfer ausnutzen? Ausnutzen. Ja, ich würde schon sagen, oder? Ja, wir wechseln gleich zum Granatwerfer und dann ist hier Zappenduster. Ja, halt die Goschen. Ah, Billy kommt ja jetzt. Billy muss noch kurz den Granatwerfer ausrüsten. So, Junge. Und was ist denn eigentlich, wenn ich damit Rebecca treffe? Ist das hier... Ist Rebecca völlig egal. Ja, Follow. Das hat Impact, das gefällt mir. Gut. Ich will halt echt immer nur schießen, wenn der still steht. Ansonsten habe ich zu viel Schiss daneben zu schießen. Ah, nein. Das darf nicht passieren. Oh, das ist gut. Ja, zeig mir deinen weichen Unterleib. Jawollo. Und noch ein. Bist du hinüber? Nein, er ist nicht hin. Ah, oh, Hilfe. Wie viel Schuss habe ich noch? Einen, ne? Kein. Zwei noch? Ja, da muss jetzt die Flinte her. Haben wir auch noch gut Schuss für. Haben wir jetzt richtig reingesiebt. Okay. Er hat sich aber geschüttelt. Er ist offensichtlich unzufrieden damit, dass wir ihn abknallen. Nachvollziehbar. Namen. Bah. Bah. Oh gut. Das hat sich alles sehr gut gelohnt. Ja, Rebecca ist halt schon sehr angeschlagen. Sie hat nochmal Heilung hier. So, aber den möchte ich mir jetzt mal kurz angucken. Das ist doch der Flammenschlüssel, oder? Jawollo. Damit ergeben sich einige neue Optionen. Genau, du lädst mal nach. Ne, wir wechseln nochmal zurück. Ich würde nämlich jetzt auf jeden Fall sagen, dass wir... Ach, das ist gar nicht... Ach, ich hab das irgendwie komplett falsch gelesen. Wir hatten ja so eine Tür schon mal im Konferenzraum. Aber nun gut, in dem Fall... würde ich sagen, wir gehen speichern. Also wir haben den...
den Riesentausendfüßler kaputt. Ich würde sagen, das ist ein guter Moment, um zu speichern. Bevor jetzt hier noch irgendwas schief geht. Lass uns mal gucken, wie viele Türen mit Feuer gab es? Ich meine mich jetzt direkt an zwei zu erinnern. Eine. Wir müssen auf jeden Fall nochmal auf große Erkundung gehen. Was tut mir wirklich, wirklich leid, dass es ab und zu... Es ist wirklich das letzte Überbleibsel meiner Grippe. Dieser blöde Reizhusten. So, speichern bitte. Man schafft das Spiel auch mit 8 Farbbändern. Gar kein Problem. Oder wir machen erst noch die Tür auf. Lass mich mal kurz gucken. Damit wir das wenigstens ein bisschen nutzen können. Ich meine nämlich hier links durch. Ne, da kommt aber auch der Salatmann. Da oben. Ja, Sekunde. Ich weiß, wo ich lang möchte. Wir gehen in den Konferenzraum. Da dann links durch. Da war ein Raum, wo wir... Hallo? Wo wir, glaube ich, so eine Feuertür haben. Ich bin mir relativ sicher. Hier links durch. Ich hoffe einfach, dass jetzt... Ich hoffe einfach so sehr, dass keine Salatzombies kommen. Bitte nicht. Ist er tot? Er ist tot. Gott sei Dank. Boah, ich hab schon nicht. Es ist schon alles sehr intens, muss man einfach sagen. So, Feuerschlüssel verwendet. Jetzt lass mich mal, bevor wir da reingehen, noch kurz gucken. Wo war denn der andere Feuerschlüssel? Ist das im rechten Teil vom Haus gewesen? In der oberen Riege, in den oberen Rängen die rote Tür, das ist auf jeden Fall die Uhrtür, da bin ich mir sehr sicher. Das ist die Uhrtür. Das ist die Tür, von der alle anderen Türen abgeleitet wurden. Das ist der Raum, wo wir gegen den Tausendfüßler gekämpft haben. Ist das nicht eine Feuertür? Jetzt einfach direkt hier rein in diesen... Nee, das doch nicht. Hier rein. In diesen Leseraum. Bibliothek nennt man doch. War das nicht hier? Nee. Nein, das ist keine Feuertür. Ich möchte jetzt eigentlich... Wo war das denn? Wir haben auf jeden Fall schon eine zweite Feuertür gefunden. Es könnte sein, dass es... Wir testen das mal. Wir gehen hier kurz mal raus. Gehen auf die andere Seite in den Gang. Ich könnte mir vorstellen, dass sich da eventuell die Feuertür versteckt hält. So, müssen wir auch noch raus. Es müsste eigentlich eine Animation geben, dass du random auf einen Zombie triffst, sondern in dieser Tür Öffnungsanimation kommt der halt urplötzlich auf dich zu. Das wäre ziemlich scheiße, aber es wäre auch ziemlich witzig. So, hier rein. Ist das ein Raum, wo Zombies drin sind? Haben wir hier alles umgebracht? Die Spannung steigt ins Unermessliche. Oh. Ach Gott, ja, natürlich. Ja, gut, okay. Hier also. Dann glaube ich, ist linksrum der andere Feuerschlüssel. Also durchs Atrium nochmal. Da, wo der Salatzombie kommt. Da habe ich aber ehrlich gesagt gar kein Interesse dran. Deswegen würde ich sagen, mit einem Blick auf die Uhr, wir machen eine Speicherung. Die wir ja eben schon machen wollten, wir machen die jetzt. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge
mal in die Feuertüren begeben. Zuerst mal die, die wir schon geöffnet haben. Wie gesagt, die andere auf den Salatzombie, da habe ich überhaupt gar keinen Bedarf. Aber nun gut. Anscheinend mehr inzwischen relativ sicher, dass da die andere Feuertür war. Und wir müssen ja reingucken. Es hilft ja nichts. Ne? Es muss ja gemacht werden. Einer muss ja. Und das sind wohl wir. Und das machen wir dann in der nächsten Folge, Leute. Deswegen würde ich sagen, wir machen hier einen kleinen Cut. Und mit kleinen Cut meine ich, wir machen ungefähr 24 Stunden Pause. Da kommt ja schon das nächste Resident Evil Video. Und dann schauen wir uns mal Salatzombies und Feuertüren an. Macht's gut. Bis demnächst.